Willkommen jetzt wieder zurück beim neuen Video. Wir sind jetzt hier in Mexiko im Autodromo Hermanos Rodriguez. In der letzten Runde haben wir einen Punkt geholt. Sehr überraschend, haben wir trotzdem geschafft, war aber Regenchaos. Jetzt wollen wir daran anschließen, aber wir sind nicht mehr letzter, das ist halt das Gute, ne? Williams und da Aston Martin ganz unten. Wir haben natürlich immer noch eine Krücke, es wird nicht besser werden. Mal gucken, ob man noch was investieren kann. Wir haben jetzt gerade 14 Millionen vom Konto. Ich wollte, glaube ich, Besucherzentrum oder irgendwas wollte ich machen. Kann ich mich nicht mehr ganz dran erinnern. Teamzentrale war besser. Ja, genau. Das war der Punkt, was ich machen wollte. So. Sehr schön. Das war's. Vorstand, Personal. Hat man, glaube ich, auch geguckt. Da müsste irgendwo jemand sein, den ich auswechseln wollte. Aber da haben wir jetzt auch noch kein Geld dafür. Die sind alle noch viel zu teuer. Gut, dann auf nach Mexiko. Ziel überprüfen. Es ist natürlich Qualifying dran. 15 kann man probieren, Q1 eher nicht. Schnellste Runde mit Sicherheit. Schaffen wir. Das kann man auch probieren, aber es wird eher schwierig. 15 in der Qualifikation. Na gut, auf zum Wochenende. Machen wir schnell die Testläufe zum Setup. Dieses Wochenende liegt Musik in der Luft. Aber wir werden... Ich habe es noch in etwa im Kopf, denke ich mal, vom anderen Rennen. Ich weiß nicht genau. Irgendwie so. Mal so, wir fangen mal wieder mit gelbem Reifen ran. Fahroption braucht man nicht. Autoteile braucht man wieder ein bisschen sparsam. Ja, da bauen wir wieder ein bisschen was Älteres ein. Brauchen wir noch. Das kann er dann in der nächsten Session 14, 24. Den können wir noch mal nehmen. So, gut. So, jetzt der Herr Vettel. Er kriegt auch gelb. Bam, bam. Getriebe. Nehmen wir auch das alte. So. Okay, Laufplan 15 Runden, 20. Und hier ist das Setup auch. Das wird auch so ähnlich werden. So 7 zu 13. Das. Aber wir fahren hier mit dem Herrn Piastri. Und los geht's. Rein ins Training. Schauen wir mal, was wir hier reizen können. Radio check. Copy, radio check. Super. Na gut. Schauen wir mal, ob wir es jetzt auf der Reihe kriegen. Konkurrent mit Unfall. Auweia, was soll wieder passieren können? Der Herr Verstappen. Da passiert. Ja, wie er sieht, da können wir sie draußen lassen. Das war ein Unfall. Die können ja trotzdem mit vollem Speed weiterfahren, die dürfen halt nur nicht überholen. Achso, was im Training eigentlich wichtig ist, dass ich immer das anklicke, das habe ich mir gemerkt. Dass die sich gegenseitig überholen können. Hm.
Mal gucken, wie gut ich schon gelegen habe hier mit dem Setup. Vielleicht können wir da schon ein bisschen was überspringen. Dann. Geringer Getriebeverschleiß, ja, das ist mir schon klar. Mein Ziel ist es, jedes Saison, also jedes Rennen so um die 90% zu bekommen. Schade halt, dass die immer jedes Mal die zwei Reifen. Er hat schon 85%, das sieht doch schon ganz gut aus. Traktion, ne, da. Das ist jetzt die Frage. An der Geraden will er jetzt schneller sein oder eher langsamer? Ich denke mal, er will schneller sein auf der Geraden. Nee, er will langsamer sein. Da braucht man da einen Fuß. Oder? Wir testen das einfach mal so. Er kriegt weiterhin seine Reifen. Los geht's. Er hat gutes okay. Vertrauen. Im schnackert es noch nicht so richtig. Aber sind wir schon 79%. Das sieht schon ganz gut aus. Guck mal, großartig gut. Bei ihm mehr Downforce, weniger. Weniger. Ich tippe so. Vielleicht gehe ich schon komplett daneben. Mal gucken. Ja, mal schauen. Ich muss mir dann dringend erst nochmal hier so ein koffeinhaltiges Heißgetränk zu Gemüte führen. Irgendwie fehlt es noch. Bin noch nicht ganz munter. Ich denke mal, der nächsten Trainingssession und der jetzt hier, wenn sie wieder losfahren, da. Eigentlich ist der richtige Zeitpunkt jetzt, ne? Da spule ich mal kleine Stücke zurück. Lass ich mal mit den Bildern alleine. Dann kommen wir mal ganz schnell in den Kaffee. Bis gleich.
Aha, ich bin wieder da. Entschuldigung. Oha, wir müssen vorspulen. Alles klar. Dauert alles viel zu lange. So, na da. Hat sich irgendwas getan hier? Nein, natürlich nicht. Also, dass wir ganz Zeit in Feld hinterher fahren. Ach, ich bin müde von der Woche. Ich habe die ganze Woche habe ich 72 Stunden gehabt. 72 Stunden? Was soll's? Aber man jammert ja nicht rum. Ist ja der Arbeit, ne? Tagschicht angefangen, zwischendrin eine Nachtschicht gehabt, dann nochmal eine Tagschicht gehabt. Sehr schön. Ah, das ist der Job. Daran machen wir es. Okay, Unfall mit mehreren Autos. Mehrere Wagen hatten einen Unfall. Oh weia. Was ist da los? Gut. Kriegst du nochmal ganz schnell ein paar rote Reifen. Komm schon, komm rein. Zack. Zack, rote Reifen drauf. Laufplan verkürzen auf 4 Runden. 5, kann man mal richtig loslegen. Großartig. Stopp ankündigen, bei ihm das gleiche. Mal sehen, ob er es schafft. Einen kleinen Stint machen. So ein Mini-Stint. Abbrechen. Und zack. So. Also nochmal ganz kurz mal ein paar schnelle Runden loslassen. Okay, hat es jetzt vielleicht nicht so viel gebracht. Ah ja, gut. So, daddeln wir nochmal kurz an der. Rote Flaggen, die alle haben, ne? Setup Vertrauen 90, er hat 96. Das ist ja schon richtig gut, ne? Sieht man, die 96%, die sind echt. Ja, das lassen wir also. Was soll ich denn hier groß machen? Bremsstabilität, ich könnte noch ein kleines Stückchen zurückgehen hier. So. Das probieren wir einfach mal. Den schicken wir jetzt mit harten Reifen raus. Machen eine sehr lange Session. Den lassen wir einfach rollen. So, zack. Und bei ihm, der Vettel. Kurvengeschwindigkeit ist kacke, sagt er. Was machen wir denn da? Da fahren wir jetzt mal kurz nach. Ich denke mal schon, das wird die Richtung sein. Ja. Ja, genau. Probieren wir so. Ist natürlich jetzt nicht optimal hier unten, ne? Warte mal, können wir das vielleicht in die andere Richtung? Vielleicht so besser. Genau. Er kriegt auch die harten. Gehen wir auf 20 und los geht's. Auf geht's hier. Radio-Check. Radio-Check. Yippie, yippie, yippie. So. Sonst so, gibt's was Neues? Das Schöne bei den Bäden, die fahren ziemlich ähnliche Rundenzeiten. Zumindest war das im letzten Rennen so. Auch im Qualifying, wenn die jetzt die gleichen Bedingungen haben, fahren sie ziemlich gleich. Das sind eigentlich nur. Deswegen ist es schade, dass hier diese Eventualität hier
hier mal ein Dreher oder da mal irgendwie nicht ganz hundertprozentig die Linie. Das müsstest du besser rauskurieren lassen. Also irgendwie müsste das besser gemacht werden. Die gehen halt komplett nach den Zahlen und auf den ist dann, rennt dann der Algorithmus hinterher. Man hat ja und die Werte und das und das Auto und das ist so perfekt für die Strecke. Und deswegen fahren wir jetzt so und so. Ich meine, dass das ziemlich kompliziert ist, das alles hinzukriegen. Aber dieses kleine Würfeln, ob jetzt die Runde gut war oder nicht, das müssten wir halt noch ein bisschen besser reinkriegen. Aber es ist okay, sonst. Hat schon den hohen Suchtfaktor. Man hat dann bloß auch nach einer gewissen Zeit dann wirklich alles gesehen. Das ist ein bisschen schade. Da müsste irgendwas Neues kommen. Man müsste sich ein neues Team machen. Das geht aber lizenzrechtlich nicht, weil man bloß, wie gesagt, 22 Teams haben darf. Oder 10 Teams haben darf mit 20 Autos und nicht 22. Optimalo, sagt er. Das freut mich. Da hat er das Optimale rausgeholt und das nach T2. Wieso fährt er jetzt in die Garage zurück? Großartig, okay. Gucken wir mal bei ihm jetzt, was er noch hat. Gut, also war das andersrum besser. Kurvengeschwindigkeit. Das war. Und ursprünglich hat er gesagt, hier gut. Das heißt, wir müssten da lang gehen. Schaffen wir das nach der Zeit? Bestätigen. Ich denke doch. Oh, ein Dreher! Fahrrad in Dreher. Oh, Vettel. Ja, da ärgerst du dich, ne? Kann passieren. Gibst ihm alles. Das klang nach Dreher. Ja, ist alles gut. Ist nur ein Dreher gewesen. Klingt nach einem Unfall. So, da haben wir dann bloß noch Mexiko jetzt, ne? Dann kommt noch Brasilien und dann noch Abu Dhabi. Dann hat man die Saison dann auch beendet. Jemand geriet ins Schleudern. Also die zwei müssen dringend noch an ihrer Kommunikation arbeiten. Vettel und sein Renndirektor. Das ist noch nicht so perfekt, das dauert halt viel zu lange. Also Piastri und sein Renningenieur, die haben das viel schneller drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Was mache ich jetzt mit dir? Gib mir nochmal über neue Reifen. Ach, wir lassen dich drin. Das ist okay. Da zieht das sowieso bis bei Reifen ab. Car was amazing. Also ich weiß nicht, was soll ich jetzt dazu sagen? Cool. Volltreffer. Das heißt, wir können jetzt die letzte Session überspringen. Simulieren auf Deutsch gesagt. Okay, 97% ist jetzt nicht so schlimm. Damit. Ja, danke. Können wir die letzte simulieren, ne? Gehen wir den aber erstmal. Das wird er schon machen, das ist okay.
Haben sie denn was rausgeholt bei ihm? Was ist da los? Ja, das hätte man auch ändern können, aber das ist ja okay. Was ist hier los? Ja, ist okay. Also, muss ich sagen, lassen wir so. Okay, Qualifying geht los. Wir probieren das jetzt wieder. Gott, das macht mich ja alle hier. Was ist das denn für eine Sick? Ja, wir gehen mal hier drauf. So, wir versuchen sie mit alle drei Slims zu fahren. Ja, schade. Das war so klar. Sind müde zu spät raus. Kleiner. Wie bitte hat denn der Andrea gemacht? Kurve 15 in der Einführungsrunde, Vettel. Sebastian Vettel. Was für ein Dreher. Wieso in der Einführungsrunde? Was macht denn der? Ach, Vettelino. Das wird einfach nicht besser, ne? Nochmal. Jetzt versuchen wir halt nicht mal, zumindest noch pünktlich. So. Wir sind aber scheinbar irgendwie viel zu langsam. Ich weiß nicht warum. Aber ich weiß warum. Doch, ich weiß warum. Na, ist nicht so schlimm. Ich weiß, warum wir zu langsam sind. Ist auch nicht so schlimm. Au! Wow, das sah böse aus. Oh, und das ist ein Unfall. Weia. Ist ja Vorsprung. Der ist ja ganz schön böse eingeschlagen. Hoffentlich ist er noch nicht krank geworden jetzt deswegen. Eieieiei. Na gut. Dann ist das halt eben so. Die Fahrer schnallen sich an. Starten wir halt mal aus der letzten Reihe. Finden Punkte in der letzten Reihe. So. Fehlende Autoteile. Warte mal. Der hat ja komplett alles zerstört. Das war ein Totalausfall gewesen. Eieiei. So ein böser Unfall. Autoteile. Hat aber alles da noch, ne? Okay. Hoffentlich geht's ihm gut. Also das war ja wirklich ein böser Unfall, ganz ehrlich. So, wir machen bei ihm diese. Und bei ihm machen wir diese. Strategy. Wir gehen hier auch einer hoch. Ein bisschen einsetzen. Er kann ruhig Atlantis ein bisschen mehr Saft geben. Gott. 11 und 14. Naja, siehst du.
dann machen wir das so. Halt, wir könnten mal bei ihm noch ein bisschen mehr machen. Und indem wir das so angeben, dass wir halt die ganze Zeit ein bisschen schärfer fahren. Er wird sparen die ganze Zeit. Ne? Halt nochmal zurück. Wir müssen sparen, wir haben kein Geld. Wir haben doch kein Geld. So, auf geht's. Rennen starten. Und los geht's. Los geht's. Ich will ja nichts verschreien, aber da sind tatsächlich einige Wolken über dem Starterfeld aufgezogen. Oh oh. Und da ist Sebastian Vettel. Gestern langsamer als die meisten, also gibt es heute einen Startplatz in der hinteren Hälfte. Und hier sehen wir den zweiten Williams. Mit einem Rennstart aus der zweiten Hälfte der Aufstellung muss einiges an Boden gut gemacht werden. Die Teams sind startklar. Sehen, was wir reisen können. Was wird als nächstes passieren? Das erfahren wir gleich beim großen Preis von Mexiko. Die Ampel ist aus und los geht's. Was habe ich denn jetzt verpasst? Hat er seinen Stopp verpasst oder was war das jetzt gerade? Ach, er hat dann noch drei gekriegt dazu, oder? Jetzt nicht. Sieht nach einer guten Aktion für Williams aus. Soeben hat Williams eine neue Position gut gemacht. Vettel macht sein Ding, aber warum? Ist Piastri so weit hinten? Da gibt es bestimmt gleich wieder einen Pain Train. There is enabled. Okay. Der hat da bestimmt irgendwas, ja. Mit dem ist doch was passiert. So, what DRS? Perfekt. Der arme Kerl. Der hat da bestimmt irgendwie einen auf die Übe gekickt. Bei dem Unfall. Oh. Vettel hält sich relativ gut da vorne, ne? Hätte ich nie gedacht. Ja, jetzt hier DRS. Er ist immer aus dem DRS raus, das war's. Einmal ist er raus. Jetzt ist er wieder dran. Ja, ist halt in den Kurven echt wirklich, also im Infield ist er wahnsinnig schnell, aber DRS-Höchstgeschwindigkeit geht gar nicht mit der Möhre. Aber wie gesagt, hatte ich letztes Mal schon erwähnt, wir werden den Mercedes-Motor wegtun und werden den Red Bull Powertrain reinbauen, weil eine Honda-Lizenz ist es ja wahrscheinlich dann doch nicht. Den werden wir einbauen. Ja, das ist ein Honda-Aggregat eigentlich, von Red Bull weiterentwickelt. Sage ich jetzt mal. Und dann hoffen wir mal, dass wir damit weiterkommen. Da schleudert gerade jemand. Sind wir dermaßen langsam, ey. Herrlich. Wieder vor uns. Super, jetzt habe ich wieder 3,5 Sekunden Rückstand auf irgendwen. Das war ein Dreher.
Und ich habe keine Chance, noch irgendwie was zu reißen. Das war wie den letzten so. Aber diese Rennen sind sowieso alle verflucht hier. In Mexiko habe ich nie Glück gehabt. Bestimmt. Vettel, du holst dir jetzt den Tsunoda. Den kleinen Chinesen. Ja gut, er hat gelbe Reifen drauf, ne? Vettel ist unser Assfahrer, unser Starfahrer. Der holt uns die Punkte rein. Das war ein Überholmanöver von Williams. Mhm. Nein, wir haben mehrere Positionen verloren. Wie konnten wir da? Ach, Schreck. Es ist echt traurig. Die erste Saison mit Williams ist echt wirklich schwer, also wenn du dort wirklich mal einen Punkt holst, das ist echt gut. Aber ich habe dann mit dem Spiel, mit Williams, mit dem Spielstand habe ich angefangen, da war ich, muss ich ganz ehrlich sagen, relativ unerfahren in dem Spiel. Jetzt weiß ich eigentlich, dass sofort erstmal alles in der Entwicklung stecken muss und dann am Ende der Saison alles in der Forschung umgedreht. Am Anfang habe ich bei vielen Sachen erstmal komplett Geld rausgehauen für Leute, neues Fahrer und Einrichtungen und alles andere und hab kein Geld in der Entwicklung gesteckt, gar nicht. Deswegen ist die Kiste so langsam. Normalerweise müsste man erstmal sehen, Designzentrum hoch und dann gucken, ob man damit ein paar Entwürfe noch verbessern kann. Kommt nicht hinterher. Echt traurig. Er kommt nicht hinterher. Piastri hat sich eine Position geholt. Okay. Dann ist es so. So, na da. Würde ich mal sagen. Wir rollen mal eine Runde nach vorne, oder? Wir spulen mal ein bisschen vor. Gute Taktik von Aston Martin. Sie haben einen Platz gut gemacht. Haben die Räder blockiert? Kontrolle verloren und da ist der Dreher. Kontrolle verloren. Bringt uns bloß nichts. So, wir haben hier jetzt aus. Ja, auch aus. Haas überholt. Sorry, wenn das jetzt so ziemlich ereignisreiches oder loses Rennen ist, wir kommen halt wirklich nicht hinterher. Wir sind im ganzen Rennen eben komplett zu langsam. Ist das eine neue Rennplatzierung für Haas? Mit einem Überholmanöver. Box this lap. Haben die Räder blockiert. So, jetzt wollen wir alle mit weiß, oder?
wahrscheinlich nicht. Piastri hat halt gar nicht gekonnt mit dem Boxenstopp. Da ist halt im Grunde viel zu langsam. Naja. Das Rennen müssen wir irgendwie abhaken. Nützt alles nicht. Schade eigentlich. Schade, schade, schade. Für dieses Rennen sind wir einfach zu langsam. Das wird sich diese Saison nicht mehr ändern. Das ist schon ziemlich deprimierend eigentlich. Sieht so aus, als hätte sich Aston Martin gerade um einen Platz verbessert. Ich werde seine Boxenstopp-Strategie werde ich mal anpassen. Und zwar werde ich das rausnehmen und das reinsetzen. Und dann fahren wir durch. So, also nochmal ins. Nochmal müssen wir nicht reinfahren. Bringt nichts. Wir fahren einfach durch. Ist eigentlich schade, ne? Das sind für diesen Kurs sind wir absolut nicht gemacht. Ich glaube nicht, dass hier irgendeiner noch mal reinkommen wird, mit denen ich mir die Reifen hier angucke. Nee. Die fahren alle hart durch. Mit einem Stop. Piastri fährt relativ schnell vorher, ne? Mit Abstand. Guckt euch das mal an. Was habe ich denn falsch gemacht? Wenn wir höchstwahrscheinlich überrundet werden, naja, genau. Deswegen. Da wird es dann Unifixer. Da kommt tatsächlich noch welche in der Box, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Da hat sich wohl ein Wagen gedreht. Schade, wir müssen halt sehen, dass wir dann in die nächste Saison kommen. Das ist echt traurig. Oh, ich fahre nicht gerne hinterher. Ja, ich arbeite dann noch mit dem zweiten Spiel. Praktisch mit Aston Martin jetzt in der dritten oder in der vierten Saison. Da habe ich jetzt mit meinem zweiten Fahrer sogar auch schon einen Sieg. Also da hat nicht bloß Piastri gewonnen, sondern der zweite Fahrer da ist der kleine Duan, was ich hier als Ersatzfahrer habe. Und er hat jetzt vor kurzem ein Rennen gewonnen. Oh, ganz cool. Ich kann es ehrlich sagen, das finde ich gut. Ach ja, Jemine, das macht mich echt traurig hier. Wir fahren hier echt 5 Sekunden langsamer als der Rest. Das ist echt katastrophal. Mann, Mann, Mann. Ja, was willst du machen? Ist nicht unser Kurs. Mexiko sah mir schon immer schlecht aus. Aber mir fallen nicht aus, deswegen ist das okay. Uns fehlt es halt an allem. Downforce, Höchstgeschwindigkeit. Das hat alles ein bisschen wird. Wird kaputt. Ach, hey.
Die Räder haben wohl blockiert. Das ist schon ehrlich gesagt ein bisschen deprimierend, wenn man die ganze Zeit hinterherfahren muss. Ach Gott. Die zwei Jungs, die tun mir so leid, ja. Ich bin halt auch ein schlechter Teamchef. Aber ich habe einen Punkt mehr als die Kollegen von Aston Martin. Ja gut, sie klatschen, dass wir ins Ziel gekommen sind. Finde ich anständig, aber das war nix. Gut. Auch solche Rennen muss es geben. Schade. Okay. Da hat er doch tatsächlich einen Punkt bekommen. Er nicht. Er auch nicht. So, wie sieht's mit meinen Personalleuten aus? Oh Gott, die sind alle deprimiert hier. Die wollen nicht mal mit mir arbeiten. Ingenieurteam. Scouting-Team. Die machen bestimmt schon seit Monaten nichts mehr. Trainingsfunk ist ausgebogen. Flügelkorrektur. Naja, gut. Wir haben ein sehr junges Team, wenn ich mir das so angucke hier. Aber es ist okay. Na gut. Wir können mal gucken, was er kostet, ne? Den werden wir jetzt eh nie leisten können. Alle beide nicht. Aber man kann ja mal gucken. Die werden auch mit Sicherheit nicht daran interessiert sein, bei uns ins Team zu kommen. Valtteri Bottas. Ich will meinen Piastri aber nicht rausschmeißen. Aber das möchte. Das hat Bock. Aber den werde ich nicht bezahlen können. Nee. Wen soll ich denn raustun dafür? Ich möchte beide drinnen lassen. Lando? Nee. Okay. Aber das ist der Ingenieur. Guck mal, Vettel. Ricciardo. Was ist denn das hier? Kevin Magnussen. Bottas ist eigentlich der stärkste Fahrer überhaupt, der hier drin ist, der verhandlungsbereit ist. Aber nicht jetzt. So, na dann. Das war ein trauriges Mexiko für uns. Und dann sehen wir uns im nächsten Rennen. Alles klar.